Im 21. Jahrhundert kommt der Nachhilfelehrer per Videochat ins Haus. Denn wie das Zeitweggesetz der gleichmäßigen... Von digitalen Lernprogrammen bis hin zum virtuellen Klassenzimmer, auch der Bildungssektor profitiert von der Digitalisierung der Gesellschaft. Doch welche politischen Rahmenbedingungen braucht Deutschland 4.0? Darüber diskutieren Politiker und Experten auf dem Kongress der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. In der neuen Arbeitswelt wird auch anders gearbeitet. Es wird vernetzter gearbeitet. Es wird mehr im Team gearbeitet. Das sind neue Kompetenzen, die unsere Schülerinnen und Schüler, die Auszubildenden, erlernen müssen. Industrie 4.0, das ist der nächste Entwicklungsschritt der Wirtschaft, hat ganz andere Anforderungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und darauf muss sich natürlich auch das Bildungssystem einstellen. Es könne nicht sein, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei der digitalen Bildung nur im Mittelfeld rangiere, sagt Unionsfraktionschef Kauder. Zudem sei es bedauerlich, dass es zu den Big Playern der Internetwirtschaft, wie zum Beispiel Google oder Apple, keine europäische oder gar deutsche Alternative gibt. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir die besten Produkte des 20. Jahrhunderts bauen, aber bei den modernen Produkten des 21. Jahrhunderts nicht mehr ganz vorne mit dabei sind. Während der ersten der drei hochrangig besetzten Podiumsdiskussionen geht es darum, welche Anpassungen im Schulunterricht nötig sind. Die technische Ausstattung allein ist offenbar nicht das Problem. Wir hatten in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen Ausstattungsinitiativen, wo wir mit nach dem Gießkannenprinzip zum Beispiel Laptops verteilt haben. Das alleine greift nicht. Also wir können nicht nur Ausstattung in die Schulen bringen, wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer auch ausbilden und fortbilden. In den folgenden Diskussionsrunden wird erörtert, wie der rasanten Digitalisierung auch in den Ausbildungsbetrieben und an den Universitäten Rechnung getragen wird und was getan werden kann, um mehr Menschen zu motivieren, in der digitalen Wirtschaft ein Start-up zu gründen. Was die öffentlichen Fördermittel angeht, finde ich immer, da kann es nicht genug von geben. Da sollte es auf jeden Fall mehr geben. Dass es auch hierzulande Innovationen im Bereich digitale Wirtschaft gibt, davon konnten sich die Kongressbesucher gleich vor Ort ein Bild machen. 25 Start-ups aus dem Bereich digitale Bildung hatten die Gelegenheit, ihre Ideen und Produkte zu präsentieren. Wir haben heute viel gehört über die Frage der Ausstattung mit Technik, über die Frage, welche Standards notwendig sind, damit digitales Lernen wirklich möglich ist, dass es sehr unterschiedlich ist. Und wir werden das als Union, als Fraktion, aber auch als Partei für die nächsten Monate und Jahre fest im Blick behalten. Unser Vorschlag ist, einen Pakt für digitale Bildung zu gründen, wo Länder, Bund, Kommunen, die privaten Anbieter alle zusammen gemeinsam beschließen und alle ihre Kräfte bündeln, um digitale Bildung in Deutschland tatsächlich auszurollen. Denn das brauchen wir für unsere Zukunft.